herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde. Heute verbauen wir in unserer Kajacht unseren Druckausgleichsbehälter fürs Wasser, für die Pumpe. Wir haben hier den Druckausgleichsbehälter. Das geht ganz einfach darum, dass die Druckwasserpumpe bei jeder Kleinigkeit von Wasserentnahme hier anspringt, dass ganz einfach der Druck gehalten wird. Das ist natürlich energiesparend für die Pumpe und natürlich auch verschleißsparend für die Druckwasserpumpe, die wir hier verbaut haben bei uns in der Kajak. So, liebe Freunde, hier haben wir unsere Druckwasserpumpe verbaut. Das sind jetzt die Anschlüsse mit dem Filter, wo das Wasser jetzt gezogen wird aus dem Frischwassertank. Hier haben wir den Anschluss schon mal abgemacht. Das ist jetzt die Hauptwasserleitung, wo jetzt der Druckwassertank dazwischen kommt. Hier müssen wir mal schauen, wie wir den verbauen. Wir wollen ihn hier hinten in die Ecke reinsetzen. Hier schauen wir mal, ob wir das einigermaßen hinbekommen. Wir müssen, glaube ich, die Pumpe ausbauen, sonst kommen wir nicht ran, aber das ist ja kein Problem. So, hier haben wir unsere Pumpe. Die werden wir jetzt hier lösen, weil sonst kommen wir nicht ran. Haben wir uns diesen lebensmittelechten Schlauch hier geholt im Baumarkt. Der hat jetzt einen Durchmesser, der ist ein bisschen stärker, von 12 mm. 12 mm Durchmesser. So, und hier verwenden wir jetzt unsere Stützen, die wir jetzt hier bestellt haben. Die schauen so aus. Die sind direkt von Lilly für diese Pumpen und Ausgleichsbehälter. Und da können wir hier optimal drauf gehen. So, das sitzt schön straff. Hier haben wir jetzt den Schlauch draufgezogen. Hier kommt natürlich auch noch eine Schlauchschelle drauf, damit das richtig fest ist und dass es sich schön richtig fest hält. So, die Schlauchschelle. So. Das passt. Wunderbar. So, wir sind fertig. Wir haben jetzt circa eine halbe Stunde bis 40 Minuten hier gebraucht. Es ist alles dicht. Was wir jetzt im Hintergrund hören, ist, das Wasser wird befüllt. Hier sind die Anschlüsse für die Druckwasserpumpe. Die Druckwasserpumpe ist hier, die haben wir wieder angeschraubt. Und hier ist der Ausgleichsbehälter. Den haben wir jetzt hier in die Ecke reingequetscht. Der sitzt gut. Den werden wir hier an der Seite hier hinten noch anschrauben oder ankleben. Das muss ich erst einmal sehen, wie wir das machen. Auf jeden Fall haben wir hier die Anschlüsse dran. Man hat auch hier kein Wasser gesehen und das funktioniert tadellos. So, jetzt testen wir das Ganze mal. Ihr seht oder ihr hört nichts. Die Pumpe springt nicht an. Jetzt springt die Pumpe an. Und man hört, die läuft nach. Hier, Wasser läuft. Jetzt springt die Pumpe an. Jetzt schließe ich das Wasser mal. Pumpe läuft ca. 5 bis 6 Sekunden nach. Jetzt testen wir das Ganze noch einmal. Also, ihr seht selbst, das war's. So, das war der Einbau des Druckausgleichsbehälters in unserem Wohnmobil. Ihr habt es gesehen, recht zügig, ca. 35 Minuten haben wir gebraucht. Es funktioniert wunderbar, es ist energiesparend
für die Pumpe und natürlich auch für unsere Akkus und natürlich Verschleißminderung für die Druckwasserpumpe, die wir hier in unserem Wohnmobil verbaut haben. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns auf einen Daumen nach oben und natürlich, wenn ihr weitere Filme nicht verpassen möchtet, freuen wir uns natürlich auch auf ein Abo. Wir sehen uns bis dahin. Viel Spaß. Tschüss.